Ich bin drin. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Theorie ist überleben. Hä, Theorie? Alter, Minimi ist mal. Hallo? Da, ich wollte nicht so, wie ich das wollte. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in den Kabinen vorbereitet. Inventar ist leer. Ich habe mir jetzt nochmal Trinken gekauft. Denn wir werden heute eine schöne Dreier-Quest machen und Autos auseinanderschrauben. Gut. Eigentlich bräuchte ich. Naja, doch. Brauchen tun wir alles. Komponenten brauchen wir eigentlich zum Bauen generell. Aber ich brauche schon mal keinen Schalter kaufen. Bauen. Haben wir gekauft. So, wir haben unser Ziel erreicht. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal ein Auto auseinandergeschraubt und ich habe einen Punkt investiert und zwar in Revolverheld. Genau. Wer weiß, vielleicht finden wir ja das Richtige. Und bevor wir das machen, wie immer, wie immer sehe ich da, ist Nachladern gesagt. Oh, ich kann ja schon mal hier so reingucken. Die Nase ist wieder am Start. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber komme ich gleich besser mit dran. Nimm ich. Mach ich clean. Ja. Ja. So. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Na, ist jener drinne? Nö, ich krieg hier. Ja, Krieg. Ich war jetzt gerade so, hä? Der Stuhl ist ja schon wieder da. Ja, weil die Quest angenommen hast, du Idiot. Ach, ist jetzt schön. So. Verdammt. Achso, wir müssen ja von hier, wa? Von hier? Nee. Von da. So, warten Sie mal. Großvaters Elixier. Der soll reden. Ich bin drin. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mit 1-2 Zombies gerechnet, aber nie mit so viele. Und Funze Augen sind auch mit bei. Und ich schieße erstmal die Bohnen tot. So kennt man mir. Aber wie gesagt, die Theorie ist überleben. Hä, Theorie? Jetzt muss ich aber erstmal gerade wieder so ein bisschen. Hä, wo muss ich ja mal kicken hier? Es war ein wenig mehr, als ich erwartet habe. Deswegen war gerade ein bisschen so ein ganz kleines bisschen Panik war da. Schöne Panik. So, warten Sie mal, das nehmen wir gleich mit. Genau. Nö, hier ist keine Heizung. Da ist ja nichts. Nochmal so viele. Na ja gut, Dreier-Quest. Das haut schon hin. Machen Sie mal die Tür kaputt. Noch mehr. Geben Sie sich mal ein bisschen Mühe. Die hat sich keine Mühe gegeben. Alter, zum Glück habe ich noch mal Munition mitgenommen. Ich hab doch gesagt, Munition regelt. In meinem Fall. Ich glaube, da draußen ist schon wieder Besuch. Ich glaube, ich habe ein oder zweimal zu oft rumgeballert. Bin mir nicht sicher, ob es sie ist. Mrs. Voldemort. Nee, ist sie nicht. Glück ist hier schee. Sie ist es nicht.
Nase jetzt. Kannst jetzt nicht ungünstiger nerven, das geht ja nicht. Wer hätte sie gedacht? Moment mal, meine Beinschiene ist doch eigentlich ja bescheidener. So, darin tragen, zerpflücken. Ja, überzeugt damit. Verkaufen, Karabin, verkaufen! Ja, ich weiß, aber platztechnischerweise halte ich das erstmal für relevanter. Ups. Sei down. Mann. Wenn sie mal kommen, dann kommen sie richtig, wa? Ob sie mitkriegt, dass die Tür hier offen ist? Also ich meinte hier, dass hier eine Glastür ist. Sie wird schon durchkommen. Wenn sie will, sie schafft es schon. Ich hab da vollste Vertrauen. Was haben wir denn da? Oh, das ist eigentlich ja nicht mal so verkehrt. Matschepampe. Sonst scheine ich hier durch zu sein, wa? Sieht so aus. Ach, weißt du was? Wenn was zu gut aussehen tut, geht meistens nach hinten los. Also, kontrollieren Sie Ihr Weapon. Ah, ist kontrolliert. Psst. Seien Sie ruhig. Sie machen doch den Zaun kaputt. Wollt nur höflich sein. So, na dann kommen sie mal. Alter, Minimi ist mal. Hallo? Da, ich wollte nicht so, wie ich das wollte. Was soll denn das für ein Kacker? Kann ich hier durchschießen? Hey. Nicht schummeln. Der wollte mir nicht an Anfang durch die Tür durchlassen. Der kleine Dreck hier. Also. Das ist ja mal frech. Das ist ja mal richtig böse frech. Wir sind aber hier noch nicht durch, ne? Was sagt denn die Munition? Naja, gut. Über 200 Schuss noch. Alle den grünen Bereich. Für meine Verhältnisse, meinte ich. Ah, ja. Sagen Sie mal. Honig technischerweise. Scheißding. Ja, da hier, ihr habt ja nie Honig. Vielleicht weil das falsche Werkzeug ist? Nö. Gar kein Unterschied. Das war, ich repariere die einfach mal. War was hier? Oh, das sollte ich nicht machen, oder? Ich habe mir eigentlich gedacht, vielleicht ist da was drin. Wasser. Das ist jetzt enttäuschend. Ich hätte gedacht haben, da ist jetzt was Geiles. Müll. Geiler Müll, habe ich gedacht. Oh, ist schon Spider? Den kriegt doch von hier weggenüppelt, wa? Wenn ich den Pfeil einstelle. Oh, das sind aber ganz schön viele Villa. Sie können ruhig die Tür nehmen. Haha. Reingelegt. Sind so erst wie Spiders gewesen. So.
Ich schieß ihn mal kurz in den Schritt. Quasi bin hier wieder der Schrittmacher. Hä? Also rein theoretisch sollten hier noch welche sein. Ach, unter uns. Stimmt ja, da ist ja... Ja, ich verstehe. Alle gut. Seien Sie still. Sie kommen ran, wenn Sie dran sind. Das dürfte nie lange dauern, wenn Sie so weitermachen. So. Weil jetzt kommt nämlich hier, genau. Und dann muss ich ja einfach bloß nach unten schießen. What she said. Es war ja fast so geplant. Kann ich dir zumuten? Tatsache. Ja? Oh! Damit habe ich jetzt nie gerechnet. Das wäre jetzt doof, wenn ich jetzt an den gestorben wäre. Die Alte ist da. Och Mann, die konnte mich doch ja nie gesehen haben. Ich bin doch vorsichtig gewesen. Da kommt doch schon wieder Hund zum Kunz. Frechheit. Das ist doch eine. Oh. Ja. Nicht, dass es hier so eine never-ending Story wird jetzt gleich. Und den hol ich mir da. Achso, ich habe ja das Gebiet geklärt. Gar kein Problem. Nimm ich doch. Seien Sie ruhig. Aua. Die Alte ist doch wieder da gewesen, Mensch. Wenn sie laut sind, kommt sie doch wieder. Jetzt ganz ruhig sein. Ganz ruhig und chillig. Chillig, habe ich gesagt. Die ist aber auch ganz schön schnell am Start, ne? Und ich wurde schon darauf hingewiesen, dass die jetzt auch als normaler Zombie, also schreiender Zombie, auch im Questgebäude sein kann. Liegenderweise. Super Idee, Mr. Entwickler. Matsch, Pampe. Ja, gut, ne? Was haben wir denn hier drin? Man verzeugt denn damit. Ran, dann, dann. Sorry, ich bin wieder mittendrin. Statt nur dabei. So, und pass auf, wenn wir denn zurückkommen, dann kriegen wir bloß einen Lolli. Oh, das hätte ich gar nicht machen brauchen. Das hätte ich verkaufen sollen. Zu spät. Da war mein Finger schneller als der Ton. Ist ja nun mal so. Und da oben stiefelt schon wieder ihn herum. Bin der Meinung, ich habe schon wieder was gehört. Ich will nicht ständig Sachen hören. Naja, gut. Würde ich mal sagen, wir begeben uns auf den Weg zurück. Da habe ich geparkt. Muss ich hier komplett rumlaufen oder was? Ich hab's geschafft. Yay. Hallo Sie, bin hier schon durch. Hast du verpasst, wa? Die Grünen sind wieder zu spät. Sorry. Bye. Bye. Das ist bestimmt so ein Verarschungsball. Wenn du gegentreten tust, ein Bein gebrochen.
Das ist mehr wert als eine Bandage. Mordsgeschwindigkeit voraus! Metal! So! Ziel erreicht! Hier noch rumgeblödelt. Obwohl, wird ja abgespielt. Es wird auch angezeigt. The Medley. The Merkel. So, warten Sie mal. Ich muss erst mal sagen, ich kann ja... Das konntest du ja damals doch nicht, ne? Also, du musstest doch immer umswitchen. Nein. Nein, du sollst es nicht verändern. Du sollst es nur verkaufen, Mensch. Well, you did, okay. Achso, das andere konnte ich verkaufen. Das kann ich jetzt so nicht verkaufen, weil die Klamotten sind. Okay. Hier hätten wir jetzt nochmal einen Geschützturm. Ich entscheide mich wieder für die Bücher, falls da bestimmte Bücher drin sind. Ne? Also. Nein. Verkaufen. Genau. Und jetzt ein W drücken. Genau, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Aber das Spiel sagte mal wieder nein. So. I guess you're not so bad after all. Was bekommen wir denn? Nix vehikelmäßig. Das ist nicht so gut. Oh, Stahlwerkzeug freigeschalten. Ich glaube, wir sollten mal nachschauen. Werkzeugtechnischerweise, das wäre ja nicht mal so verkehrt. Wa? Das könnten wir gut gebrauchen. So, mein Junge, was haben wir denn noch hier so? Außer dein Gesicht. Was nur eine Mutter lieben kann. Aber das wollen wir dir nicht vorhalten. Das haben wir ja alles schon. Trinken habe ich noch. Das brauche ich, wie gesagt, nicht. Nee. Ich habe gerade so überlegt, wegen Beleuchtung wäre eigentlich ja nicht so verkehrt, aber hätte ich jetzt erstmal davon Abstand nehmen. So, und Rüstung ist ja bloß das, was wir verkauft haben. Naja, gut, war, dann würde ich mal sagen, gleich die nächste. Ja, nie so lange schnacken. Sag ich mal, ne? 100 Meter. I've got a job for you. Good luck. Ja. Schauen wir mal, was ich für Glück habe. Für Glück bräuchte ich aber ein bisschen Munition. Zum Glück hast du da ein bisschen was da. Ach du Scheiße. Bleiben Sie mal kurz hier. Ich bin gleich wieder zurück. Ich hole mir mal Geld. Weil wenn ich mir überlege, was ich da gerade an Munition gelassen habe, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ja nicht mal so verkehrt ist. Da tätig noch ein bisschen was mitnehmen. Das ist nur, falls alle Dämme reißen. Ja, gut. Alles läuft noch. Und ich bin jetzt echt am Überlegen. Wisst ihr was? Ich weiß ja nicht, right. Wie die Munitionsrückgabe ist. Das weiß man ja nicht. Wenn ich da eine Pistole kriegen würde, würde das alles ein bisschen anders aussehen. Aber darauf kann ich mich ja auch nicht verlassen. Mike. Gut. Fast 300. Das ist ja nicht mal so verkehrt. Gut, die Quest können wir wahrscheinlich erstmal nicht abgeben. Das heißt also, will er übernächtigen? Na gut. Obwohl, wie gesagt, ist ja nicht so weit weg. Aber trotzdem. So, das müsste eigentlich reichen vom Abstand her, ne? Na, dann wollen wir mal, wa? Seid doch. Gut. Da nischt.
Da müsste jetzt wieder was sein. Ja. Nehmen wir. Was für eine Frage. Natürlich nehme ich das. Oh, was haben wir denn da? Automatikauslöser. Oh, warten Sie mal. Genau, das machen wir wie letztes Mal. Schön in den Kopf. Und ich sehe lauter Punkte. Eingang gefunden. Oder Zweigang. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Achso, Explosion. Eigentlich müsste ich jetzt bumsen. Genau so habe ich es mir gedacht. Aber leider hätte ich gerne ein bisschen Munition gespart. So, ich werde das aber erstmal von. Genau. Naja, gut. Alter! Du bist aber auch flink unterwegs, Junge. Sparen wir uns die ganze Chose mit den Freundlichkeiten. Oh oh. Ja, ja, ich weiß. Das war aber wirklich schnell vorbei mit der Munition. Gut, ich bin auch nicht sparsam mit umgegangen, ich weiß. Bei mir zählt immer bloß der Tod. Also ich meinte, wenn die tot sind. Und wenn es Massen sind, dann mag ich es nicht, so angestürmt zu werden. Die Alte ist doch bestimmt gleich wieder da. Oh ja, gut. Schön, dass ich noch Munition geholt habe. Aber so eins wie Zombies muss ich doch hier schon rausgezogen haben, ne? Oh, wenigstens mal zum Essen. So, hier ist der Wart, weil ich kann. Und ich brauche den Platz. Aber wirklich, ich müsste mal. Ich würde sagen, das Gröbste haben wir doch jetzt ja schon weg, oder? Außer jetzt da unten. Vielleicht hier noch eins wäre. Wirklich. Und ich habe gleich das Ding vielleicht gekriegt, was mir entwendet wurde. Wieso entwendet? Das hast du auch selbst gemacht. Oh nee. Es war doch noch nicht alles. Gut, nachladen ist noch nicht so ganz. Versuche es. Ist ein Funzler. Es hat nichts hier nützt. Na denn. Naja, gut. War zwar nie so gewollt, aber was funktioniert, das funktioniert, ne? Oh Mann! Was war denn bitte? Hä? Ich bin nach vorne gelaufen und Stücke nach oben. Habt ihr das mitgekriegt? Das ist doch nicht normal gewesen. So, hier wäre ich nämlich normalerweise glaube ich reingekommen, ne? Würde ich jetzt erstmal so behaupten, ne?
Nö, hier ist keiner. Verdammt. Das ist mir... Das. So, da bin ich auch wieder. Zwei Dinge. Waschmaschine war fertig und zweitens mir so viel fallen, dass die Kamera schon wieder rumgeflimmert hat. Ja, aber diesmal auch wieder meine Schuld. Ich habe vergessen, auf der Seite das Licht anzuschalten. Oder beziehungsweise das Haus hier hängen. Wir sind noch nicht so ganz. Muss, ja. Wir waren ja hier festen technischerweise. Nachgeladen habe ich. Alter, und ich habe Munition gekauft. War das alles schon wieder fast weg, war? Sneaky Piggy. Ich versuche mal da hinten den Schrank zu öffnen mit dem Bogen. Geh mal davon aus, das kann nicht schaden, wa? Als er ihn da drin steckt. Ich wäre davon ausgegangen, dass er ihn da drin stecken tut. Tut einen Ticken. Erstmal looten, statt nach oben zu gucken oder so, ob da irgendwas kommen kann. Da immer eine gute Idee. So. Ach, die habe ich ja weggemacht gehabt. Aber das ist immer noch nicht alles. Er zeigt mir nur an, Gebiet. Ach du Scheiße, stimmt ja, da muss ich ja auch noch runter. Gar kein Problem. Da war ja nur der Weinkeller. Das habe ich ganz vergessen. Wie gesagt, das sind eh zwei Punkte. Man sieht die aber auch nicht von hier aus, wa? Wie gesagt, hier mit dem Bogen schnell mal so, zack, bums. Ach, da ist eine. Gut, ich versuche erstmal sie, ihm wegzukriegen. Mutschin hält, glaube ich, ein bisschen mehr aus. Endlich. Gut, das sind aber immer noch sehr, sehr viele. Und ich sehe die immer noch nicht. Das ist nicht beruhigend. Die sind alle dahinter. Da ist ein Kopf. Die Frage ist, treffe ich den von hier aus? Hat sich erledigt mit dem Treffen. Ha, wir treffen uns jetzt genau in der Mitte. Naja, gut, wir haben zwei weniger, ne? Das ist ja nicht verkehrt. Einer ist noch da. Den haben wir oben übersehen. Den schnapp ich mir mal zuerst, weil wir müssen ja eh die Nacht ein bisschen entzaubern. Ist wahrscheinlich auf dem Dach, weil ich ja unten jetzt so durch bin, ne? Nö. Die haben die Party übersehen. Ja, stehen Sie nochmal auf. Kommen Sie nochmal bitte vor. Und wie er vorkommt. So, zum Glück brauche ich jetzt nicht mehr rumballern. Die Alte ist nämlich nie gekommen. Boah, das ist schön. Das ist ja beruhigend. Dass ich nicht jetzt nochmal rumballern muss. Ich habe nichts gesagt. Nee, das ist eine normale Alte. Es ist nicht schreienderweise. Dann nehme ich auch den Knüppel. Die ganze Sache mal ein bisschen super ruhig zu lassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Die sind nämlich ganz schön aggro drauf. Und meine Munition sagt... Winke, winke. Durch Eigenverschulden. Ich weiß, aber... Das tut ja jetzt nichts zur Sache. Erstmal müssen wir hier erstmal schön looten. Nix. Obwohl, da würde ich nix sagen. Doch, würde ich doch. Doch. Da ist was unter. Man sieht es ja. Es ist Müll.
Na gut, war, dann können wir mal richtig schön in Ruhe looten, ne? Sobald mein Inventar zulässt. Ach, wisst ihr was? Hier ein bisschen Katzenfutter kann ja mal weg. Ah, ne? Dann haben wir das hinter uns. Den Kürbis brauche ich ja eigentlich auch. Ne, das Pipi-Wasser brauche ich doch auch nicht. Erstmal. So, jetzt gehen wir hier runter und holen uns mal den geilen Staff. Naja, ja, gut. Ach nee, ich habe ja keinen Platz mehr frei. Ich wollte gerade sagen, den könnte ich ja eigentlich... Uno Momento. Da schreit was ausgetauscht zu werden. Ich glaube, da ist auch eins wie Platz mehr. So. Und wenn der bloß ein Platz ist, das würde vollkommen ausreichen. Zwei Plätze, habe ich dir doch gesagt. Zack, Bums. Und damit können wir Cash machen. Naja, gut, 100 noch was. Haben oder nicht, ne? Und wird man nie so gierig. Schöne Ding, schöne Ding. Brauche ich bloß noch eine verbesserte Schrotze? Also eine Pump-Action oder eine Pistole? Oder halt betet. Das täte mir auch gefallen. Hey, unser Rock ist wieder da. Unser ausgewaschener Schottenrock. Ich behalte den. Der kriegt einen extra Platz. So, dann holen wir uns mal dahinter hoch. Ja, gut. Ja, Holz brauchen wir ja nicht. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich noch mal Platz für Ditte. Aber so viele Glück haben wir ja nicht. Moment mal, hier... Ach nee, hier war ja auch schon Platz voll. Oh, ich hätte mal den Schalli hier drin. Nee. Rumballern und so ist schon geil. Und hat mir oft genug den Arsch gerettet. Gut, wenn ich leise rumballern könnte, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Ach, verdammt. Kleine Schrotze. Naja, gut, Leute. Pass auf. Ich mach mal hier die Nacht platt. Wenn was passieren sollte, melde ich mich. Wenn nicht, dann sehen wir uns, wenn die Nacht vorbei ist. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Nacht ist vorbei. Ich habe jetzt auch ein bisschen länger gewartet, dass wir eben vor der Tür nicht so lange warten müssen. Wie ihr seht, Nahrung ist weg inhaliert. Wie sieht mein Stand aus? Na, ist okay, ist okay. Gut, na dann würde ich mal sagen, auf und davon. Ach, übrigens, über Nacht war das sehr, sehr ruhig. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Das hat niemand gesehen. Es ist nie passiert. Ich habe natürlich genau gewartet. Ich wollte wohl auch gucken, ob ihr aufpasst. Es hat wieder nicht funktioniert. Ich weiß nie, was ich mit euch machen soll. Scherz. Gut. Wisst ihr was? Das Auto nehmen wir gleich mit, wa? Dann haben wir wenigstens eins eingehalten. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich hier kommen wegen Sachen aus... auseinanderschrauben. Warten Sie mal kurz. Moment mal, ich hab doch Shoes. Sagen Sie mal, was sagen denn meine Shoes? Sind die denn auf dem neuesten Stand? Hä? Ach so, das sind diese. Kennt man die anderen Schuhe behalten sein, wa? Naja. Dann beim nächsten Mal. Was ist das jetzt schon wieder? Schraubenfedern. Haben wir denn noch irgendwas, was ich nicht mitnehmen kann? Los, komm, gib's mir. Den Rock, den behalte ich. Da kannst du machen, was du willst. Ja, gut. Also. Nochmal. Wieso habe ich denn jetzt einen flotten Otto? Ein Motor. Gut, habe ich, nee, habe ich nicht. Zu Hause habe ich.
immer nur zu Hause. Keine Panik, wir haben das gleich. Dann lasse ich den Stoff mal hier. Also noch, bleib bitte liegen, ich bin gleich wieder zurück. Ich muss bloß Richtung mein Fahrrad. Naja, gut, dann hole ich es mir doch nicht. Ich habe keine Lust, nochmal zurückzuholen. Hier ist aber richtig was los, wa? Kann ich mal kurz hier durch? Ja, ich muss mal hier ganz dringend durch. Ja, ja. Psst. Oh, jetzt hat er mich verraten. So ein Verräter. Da ist mein Fahrrad. Na gut, dann fahren wir mal die 200 Meter, holen uns unsere Belohnung ab. Und dann kicken wir mal, vielleicht haben sie ja Goldrutentee da. Für den Magen. Dass er sich beruhigen kann. Beruhigen sie sich. Naja. Und dann müssen wir zurück. Wir sind nämlich bei Tag 13. Dann haben wir bloß noch eine kleine Vorbereitungsphase und dann ist Knickknack und so, ne? Ich muss ja auch noch die ganze Chose verbinden und die paar Pfeile, die wir haben, ist jetzt nicht das Wahre. Und ich muss das Zeug einpacken, bevor wir abhauen. Das wäre noch ganz cool, wenn ich das hinkriege. Wenigstens das Wichtigste. Oh, bist du. Jetzt geht es darum, alle Schnicker zu machen. So, eine Armbrust. Na, die nehmen wir doch auf jeden Fall. Ich brauche keine Pfeile mehr. Ich nehme jetzt die Armbrust. Sag mal, da passt aber jetzt die Mod nicht mehr drin, oder? Ich frage für einen Kumpel. Doch, tut es doch. Nicht nur das, ich kann auch die drin machen. Ja, dann spare ich ja Villa-Platz. Na, das ist ja mal nice. Dann kannst du das mal kurz hier, schenke ich dir. Ne? Achso, die kannst du ja auch haben. Brauche ich ja jetzt auch nicht mehr. Und wisst ihr was? Die Pfeile kannst du auch haben. Und den Rest mache ich clean. Mache ich clean. Achso, muss ich ja raus. Are we done here? Ich muss raus. Es tut mir leid. Ich muss... Auf Wiedersehen. So, sagen Sie mal, haben Sie einen Tee hier? Oder haben Sie? Haben Sie? Na, kicken Sie doch mal an hier. Das ist doch mal... Also, ich muss sagen, ich hab's gekauft. Hab ich natürlich nicht. Jetzt hab ich's. Es war auch nicht das Kaufgeräusch gewesen. So, der flotte Otto. Ach, weißt du was? Für den Heimweg. Wir wissen ja, sonst kommt Durchfall, Mann. Der neue Antrieb. Gasolin. So, das kommt mit. Das kommt mit. Die Batterie kommt mit. Das kommt alles mit. Das mit. Das, so viele Platz habe ich gar nicht. Das kommt auf jeden Fall mit. Ich habe jetzt das Gefühl, ich könnte das sehr, sehr dringend gebrauchen. So. Das war die Wesen. Ich komme wieder. Nee, warte mal. Ich bin jetzt schon wieder zurück. Das kann ich hier. Das bleibt ja eh hier zum Verkauf. Aber das kommt auf jeden Fall mit. Ach, das passt schon. Schon wieder Sauwetter. Mann. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, das war's für heute gewesen. Außer Spesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Hauen Sie rein.